Hallo, mein Name ist Eva-Maria Hoffmann. Ich habe das Buch Angefangen, Abgebrochen, Neu erfunden geschrieben und in dem Buch geht es um 33 wahre Geschichten von Menschen, die von heute auf morgen ihr Leben verändert haben. Die Veränderungen in meinem Buch kann man eigentlich in 4 Kategorien einteilen. Es gibt Menschen, die sich beruflich verändert haben. Zum Beispiel trifft man im Buch auf Lotte, die von heute auf morgen beschlossen hat, nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Es gibt Menschen, die ihre Beziehungen verändert haben. Da habe ich zum Beispiel Gregor getroffen, der sich lange Zeit seines Lebens wirklich nur mit One-Night-Stands über Wasser gehalten hat, der dann seine Frau, also die Frau seines Herzens getroffen hat und allen anderen Frauen abgeschworen hat. Oder es gibt auch Menschen, die sich von alten Gewohnheiten gelöst haben. Da habe ich zum Beispiel Cornelia getroffen, eine Frau, die bei einer Körpergröße von 1,50 Meter stolze 140 Kilogramm auf die Waage gebracht hat, die dann von der Krankheit Diabetes erfahren hat und eben der Gesundheit zuliebe abgenommen hat. Man trifft zum Beispiel auch auf Franziska, die als biologischer Junge als Franz zur Welt gekommen ist. Zum einen, also ich wollte eben eine Mischung aus den Veränderungen machen und ich habe die Geschichten eigentlich nach dem ausgesucht, wie sehr sie mich beeindrucken. Und es gibt wirklich einige Geschichten, die mich total vom Hocker gehauen haben, weil ich mir gedacht, boah, das ist total mutig. Manche Menschen sind extrem furchtlos und da habe ich gedacht, die alle müssen auf alle Fälle ins Buch. Ja, es ist auch eine Geschichte von mir dabei. Aber dazu musst du mal das Buch lesen, da möchte ich nicht zu viel verraten. Die Protagonisten in meinem Buch kann man eigentlich nicht einer besonderen Zielgruppe zuordnen. Also ich habe Protagonisten, die sind 20, ich habe aber auch einige, die ungefähr 60 Jahre sind. Und da sieht man eben auch, dass so dieser Mut zur Veränderung nicht altersspezifisch ist, sondern dass das wirklich jeder machen kann. Und da muss man nicht besonders jung sein, sondern das kann man auch machen, wenn man eigentlich schon ziemlich vorangeschritten ist vom Alter. Auf alle Fälle gibt es eine Botschaft. Und zwar, dass sich ein Neubeginn immer lohnt. Wirklich. Also, und dass es sich lohnt, mutig zu sein. Und vielleicht ist es eben auch eine Botschaft für Menschen, die gerade mittendrin sind in einer Veränderung, die im Moment noch nicht sehen, wohin der Weg sie führen wird. Und in den Geschichten sieht man eben, dass es eben ein Leben danach sozusagen gibt. Also das Leben geht weiter. Vielleicht erkennt man im Moment den Sinn davon nicht, aber es macht einen Sinn. Und es zahlt sich wirklich aus.